Hast du das vielleicht schon bemerkt, bevor du vielleicht gerade ein beliebtes Winterlied wie Schneeflöckchen, Weißröckchen intensiv übst? Vielleicht kannst du es schon längst spielen, vielleicht lernst du es gerade neu. Auf jeden Fall möchte ich dich heute einladen, Rhythmic to go. Das heißt, erfahre ganz schnell, ganz einfach, kognitiv bereichernd, koordinatorisch verknüpfend, wie du ein Gefühl für die Taktart bekommen kannst. Ein wirkliches, authentisches Gefühl mit Mut zum Ausdruck und mehr Spaß am Spielen nachher. Ich lade dich dazu herzlich ein. Mach mit, sei gespannt und sei offen. Aktuell hat es tatsächlich schon geschneit, jetzt Ende November. Und dazu ist mir eingefallen, eigentlich können wir uns mal einen Moment erheben vom Instrumentalüben und uns ein bisschen bewegen und gleichzeitig unser Taktgefühl für den Dreivierteltakt noch trainieren. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen und es macht zudem warm und gute Laune. Also sei dabei. Und als erstes fühlen wir uns mal in eine betonte Zeit. Das ist immer die Eins im Takt. Da fühlen wir uns mal ein und wir nutzen diese Betonung jetzt mal durch die Bewegung eines Arms und wir werfen einfach einen uns vorgestellten Schneeball und zwar mit größtmöglichen Schwung. Dazu kannst du jetzt auch mal einmal den Arm so erstmal an die Weite nehmen. Fühl mal, wie sich die Brustmuskulatur hier öffnen darf. Vielleicht zieht es auch ein bisschen. Dann bleib natürlich gerne kleiner in der Bewegung. Letztendlich ist das Öffnen hier einfach mal ganz wohltuend, damit sich der Brustkorb mal weiten kann und unsere meist sich zusammenziehende Muskulatur, die ja zu erheblichen Verspannungen und Schmerzen führen kann, sich wirklich mal öffnen darf. Außerdem regen wir den Kreislauf an und wir werden mit der einen Seite arbeiten, mit der anderen und verknüpfen auf die Art und Weise noch unsere Gehirnhälften miteinander. Stell ein Bein nach vorn und nimm den gegenüberliegenden Arm und jetzt hol einmal aus. Die Handfläche ist gewölbt, es liegt darin jetzt der von dir vorgestellte Schneeball. Hol einmal aus und wirf ihn in die Weite. Und spürst du dieses Gefühl von, ja, da gibt es so einen Moment in dieser Bewegung, da ist so ein deutlicher Impuls da. Und das ist unsere Eins. Und Eins. Und eins. Und eins. Genau. Und wir wechseln jetzt das Bein und machen es einmal mit der anderen Seite. Es fühlt sich vielleicht ein bisschen ungewohnt an. Beginne vorne. Und eins. Und wirf weit weg. Und eins. Und eins. Und eins. Und eins. Gut. Stell dich jetzt locker hin, in den Knien leicht nachgebend und wechsel mal von der einen auf die andere Seite. Also hin und her und hin, her. Und das ist die Eins, Eins, Eins. Ich könnte jetzt schon dazu singen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Wenn du es so zusammenbringst, du kannst natürlich auch auf La La singen, die Melodie La 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 und so weiter. Diese Eins ist natürlich noch nicht alles vom Dreivierteltakt. Wir haben da jetzt noch die 2 und die 3.
Und damit wir jedes Mal wieder einen schönen Schneeball werfen können, müssen wir den Schnee auch mal aufheben zunächst. Das ist unsere 2. Heb. Und jetzt drückst du ihn ein bisschen zusammen und dann kannst du mit jeweils einer Hand dann wegwerfen. Also heben, drücken, werfen. Heben, drücken, werfen. Heben, drücken, werfen. Heben, drücken. Und mal mit der anderen Seite. Das ist ein bisschen ungewohnt. Heben, drücken, werfen. Heben, drücken, werfen. Heben, drücken, werfen. Wann spürst du den größten Schwung? Ich fühle ihn ganz deutlich im Moment des Wegwerfens. Und deswegen ist das unsere 1 im Takt. Wir fangen jetzt mal mit dem Werfen an. Setzen voraus, dass wir schon einen Schneeball in der Hand haben. Und schließen dann weiter an mit dem Heben, erneuten Heben des Schnees, dem Zusammendrücken und Wiederwerfen. Und versuchen das auf der einen Seite, auf der anderen Seite und irgendwann singe ich das Lied dazu. Los geht's. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Die zweite Strophe machen wir mit der anderen Seite. Hier, wie gesagt, ist unsere 1 ein bisschen ungewohnt jetzt mit der nicht so dominanten Seite des Körpers. Und vielleicht hast du schon mitbekommen, das Lied fängt nicht hier an. Schneeflöckchen ist nicht betont, sondern Schneeflöckchen. Also erst ab der 2. Silbe. Welche Bewegung kommt davor? Wir hatten das Heben, wir hatten das Drücken und dann das Werfen. Also das Drücken ist ein Schlag vorher, unsere 3. Und da kann ich anfangen zu singen. Und das wird jetzt der Text von der 2. Strophe. Schneeflöckchen, du deckst uns die Blümelein zu. Dort schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Das war allerdings schon, glaube ich, die 3. Strophe. Macht ja auch nichts. Anschließend für die letzte Strophe, das ist die mit dem Schneemann bauen und dem Schneeball werfen, passt ja jetzt auch zu unserem Bewegungsablauf, werde ich diese jetzt singen und werde gleichzeitig versuchen, einmal mit links und einmal mit rechts zu werfen. Also probier es gern aus oder schau einfach erstmal zu und im Endeffekt kommt die Hafenmusik dazu. Bist du bereit? Los geht's. Schneeflöckchen, Weißröckchen, komm zu uns ins Tal. Dort bauen wir den Schneemann und werfen den Ball. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Hat's geklappt? Ich gratuliere dir. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Beweg dich, mir ist ordentlich warm geworden. Und wenn es dir gefallen hat, schick mir gerne einen Daumen hoch. Und ich freue mich auf das nächste Video, wenn es wieder heißt, Rhythmik ist... Heute war es das Gefühl für Takt.